Ein herzliches Moin, meine lieben Freunde da draußen. Endlich ist es soweit. Mein Herzensprojekt startet heute am 12. Oktober 24 um 20 Uhr und nirgendwo anders als auf dem Hamburger Kiez. Da hinten haben wir die Reeperbahn. Richtig, ich bin heute das erste Mal als Kiez-Sani unterwegs mit einem richtigen Rettungsrucksack, mit Material, um den Menschen zu helfen, die in unserer Gesellschaft meistens ganz zum Schluss irgendwie drankommen. Und das sind unter anderem auch die Obdachlosen. Gerade hier auf St. Pauli ganz viele, die auch keine Krankenversicherung haben, die auf der Straße leben. Und auch die haben irgendwie mal Wunden, um die man sich kümmern muss. Die haben medizinische Fragen. Also im Endeffekt mache ich nichts anderes wie in meinem Hauptjob als Notfallsanitäter. Nur, dass ich ohne Rettungswagen und ohne rote Jacke unterwegs bin. Sondern halt eben in Zivil, aber halt eben für die Menschen da bin, die halt eben ja sonst eventuell keine Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie es sich einfach auch schlichtweg nicht leisten können. Natürlich, wenn irgendetwas sein sollte auf dem Kiez und man zufälligerweise dran vorbeiläuft und irgendjemand läuft in eine Scherbe oder sowas, gerade im Sommer, jetzt im Oktober vielleicht nicht oder im Herbst und im Winter vielleicht auch nicht unbedingt mit irgendwelchen Flipflops oder so, auch dann ist natürlich immer ein Verbandpäckchen über. Also, heute die erste Streife als Kiez-Sani auf der Hamburger Reeperbahn. Ich freue mich tierisch, ich bin richtig aufgeregt und endlich kann dieses Herzensprojekt starten. Eure Meinung gerne in die Kommentare und vergesst nicht, den Kiez-Sani auch bei Instagram zu abonnieren. Kiez-Sani zusammengeschrieben. Also, haut rein, ich wünsche euch was, ein schönes Wochenende gewünscht. Liebe Grüße aus der schönsten Stadt der Welt, aus Hamburg, vom Kiez, von der Reeperbahn. Euer Kiez-Sani.